Carina? Der Richter, der Richter stehen hier, ne? Und du? Ja. Also du? So. Ja, so. Ja. Was nennen Sie? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen 79. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen. Mein Gruß gilt unseren Gästen auf der Zuschauertribüne sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Medien. Für die heutige Sitzung haben sich 20 Abgeordnete entschuldigt. Ihre Namen werden in das Protokoll aufgenommen. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich Sie gerne darüber informieren, dass die heutige Landtagssitzung, die letzte Landtagssitzung für unseren Landtagsdirektor Peter Jeromin in seiner Amtszeit ist. Denn er geht, wie Sie alle wissen, Mitte März in den Ruhestand. Sein Platz wird dann bereits in der nächsten Plenarsitzung seine Nachfolgerin, die neue Direktorin, Frau Ministerialdirigentin Dorothee Zwiffelhofer, einnehmen. Das ist Ihnen auch bekannt. Nun hat Herr Direktor Jeromin bis zu seinem endgültigen Ausscheiden noch viele Dinge zu erledigen, noch vieles zu tun, nicht nur seinen Schreibtisch aufzuräumen. Und von daher ist das heute auch nicht der Tag der Verabschiedung und auch nicht der Tag der Würdigungen, sondern das soll dann bei der Amtsübergabe am 13. März erfolgen. Und zu dieser Amtsübergabe, die gleichzeitig Abschied und Begrüßung sein wird, werden Sie in den nächsten Tagen alle eine Einladung erhalten. Und ich weiß, und da ich hier nur reden darf, darf ich das an dieser Stelle schon mal in dem Namen von unserem Landtagsdirektor Peter Jeromin auch tun. Ich weiß, dass er sich sehr über Ihre zahlreiche Teilnahme an dieser letzten Gelegenheit, bei der er dann auch reden wird, freuen wird. Ja, aber auch wenn wir heute nicht feiern und würdigen, glaube ich, ist es richtig, wenn wir einmal ganz tüchtig applaudieren und damit deutlich machen, das ist kein Tag wie jeder andere. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann können wir jetzt auch in die Beratung der heutigen Tagesordnung eintreten. Tagesordnungspunkt 1, Vereidigung von Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen. Mit Schreiben vom 23. Januar 2015 hat die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen mir mitgeteilt, dass die Landesregierung Herrn Peter Lichtenberg zum Vizepräsidenten des OLG Köln, Herrn Ulrich Thole zum Vizepräsidenten des OLG Düsseldorf und Herrn Sebastian Beimesche zum Vizepräsidenten des OVG Münster ernannt hat. Im gleichen Schreiben hat Frau Ministerpräsidentin Kraft darum gebeten, die Vereidigung von Herrn Dr. Thole, Herrn Beimesche sowie von Herrn Lichtenberg, der im Dezember wegen gesundheitlicher Probleme nicht an der Plenarsitzung teilnehmen konnte, in dieser Woche vorzunehmen. Dieser Bitte bin ich gern gefolgt. Ich darf deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Beimesche, Herrn Lichtenberg und Herrn Dr. Thole, die gleich vor dem Plenum den Eid ablegen werden, ganz herzlich im Landtag Nordrhein-Westfalen begrüßen. Ganz herzlich begrüße ich auch die zweite Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Frau Anne-José Paulsen, die an der Rückwand des Plenarsaals ebenfalls Platz genommen hat, um der Vereidigung beizuwohnen. Herzlich willkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf alle Anwesenden, soweit es Ihnen möglich ist, bitten, sich jetzt für die Vereidigung von Ihren Plätzen zu erheben. Ja,
liebe Kolleginnen und Kollegen, nach § 5 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen leisten sämtliche Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs, bevor sie ihr Amt antreten, vor dem Landtag den in dieser Vorschrift formulierten Eid. Und ich bitte als erstes Herrn Dr. Beimische zu mir. Ich schwöre. Ich schwöre. Dass ich das mir übertragene Amt, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Ja, vielen Dank. Damit sind Sie in Ihr Amt eingeführt und verpflichtet an dieser Stelle, vereidigt. Das Parlament klatscht Ihnen, wünscht Ihnen damit alles Gute. Und wie das mit der guten Zusammenarbeit ist, haben wir ja im Vorgespräch bereits geklärt. Sie gilt aber die gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dann bitte ich Herrn Lichtenberg zu mir. Herr Lichtenberg, ich schwöre. Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Ja. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, ein schöner Akt und wir schaffen das gemeinsam. Das Parlament freut sich. Kommen Sie. Herr Dr. Thole, haben wir selten, dass wir dreimal hintereinander die Formel hören dürfen. Ich schwöre. Ich schwöre. Dass ich das mir übertragene Amt. Dass ich das mir übertragene Amt. Nach bestem Wissen und Können verwalten. Nach bestem Wissen und Können verwalten. Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen. Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Auf die gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Das Parlament klatscht auch Ihnen. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist wirklich nicht häufig der Fall. Und ich glaube, es ist auch der Vereidigung angemessen, dass wir jede Eidesformel dann auch gesondert sprechen lassen. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 2, Aktuelle Stunde. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 26. Januar 2015 gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema lautet: Überwachung löst keine Probleme, Sofortprogramm zur Deradikalisierung starten. Die Beantragung dieser Aktuellen Stunde trägt die Drucksachennummer 7816. Ich eröffne die Aussprache und als erster Redner hat für die antragstellende Fraktion Herr Kollege Herrmann das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger. Um es vorwegzunehmen, die Anschläge in Paris sind menschenverachtend und durch nichts zu entschuldigen. Unser Antrag auf eine Aktuelle Stunde entschuldigt auch nichts, sondern es ist bitter nötig, darüber zu diskutieren, welche Schlüsse wir aus diesen Terroranschlägen ziehen. Wir halten Angst und Überwachung für schlechte Ratgeber. Und wir würden uns wünschen, wenn die Kölner über den Wert ihrer Narrenfreiheit im eigentlichen und auch im politischen Sinne noch einmal nachdenken. Nachdenken wünschen wir uns auch immer von Herrn Innenminister Jäger, denn er sagt seit den Anschlägen noch häufiger, dass die Rückkehrer aus Syrien potenziell besonders gefährlich wären und spricht nur von immer mehr Überwachung. 40 Rückkehrer haben wir in Nordrhein-Westfalen zurzeit. 10 davon sollen möglicherweise gewaltbereit sein. Diese 10 sollten den ganzen Überwachungsdruck spüren und sie sollten merken, dass wir eine starke Polizei und starke Sicherheitsbehörden haben und die für den Fall der Fälle bereitstehen.
Und die Gesetze, damit umzugehen, die haben wir auch bereits. Aber die anderen, nicht nur die restlichen 30 Rückkehrer, auch die Tausenden und Millionen Menschen, die nicht Müller, Meier, Schulze heißen, trotzdem Deutsche sind oder einer anderen Nationalität angehören, die müssen das Gegenteil spüren, nämlich dass sie hier willkommen sind, Teil von unserem Land und Teil von unserer Gesellschaft. Aber das Willkommen ist immer noch zu leise und das muss sich ändern. In Deutschland verfolgen wir seit Jahrzehnten die völlig falsche Politik. Der jahrzehntelange Widerstand der Gesetzgeber und Parteien gegen Einwanderung hat immer noch Einfluss auf Politik und Gesellschaft, auf die Stimmung der Mitte. Besonders Muslime erfahren in Deutschland viel Ablehnung. Und auch heute noch sagen Politiker, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Unsere Landtags-CDU fantasiert in Bonn Anwerbungen durch Salafisten in Sammelunterbringungen herbei und schürt so Ängste gegen Flüchtlingsunterbringungen. Das alles fördert Pegida, Kögida und Co. Und das fördert auch Radikalisierung. Das müssen wir ändern. Und sollten die wieder zunehmenden Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, Synagogen und Moscheen, der zunehmende Rassismus, die Hetze und Gewalttaten gegen Minderheiten und Menschen, die sich Nazis in den Weg stellen, mindestens genauso beschäftigen wie die sehr kleine Anzahl radikalisierter Rückkehrer. Auf diese komplexe Lage ist die Antwort von Innenminister Jäger einfach und schlicht. Mehr von demselben. Mehr Überwachung, mehr Repression, mehr Misstrauen. Dabei haben wir davon schon mehr als genug in unserer Gesellschaft. Haben Überwachung und Repression die Anschläge verhindert? Nein. Sie haben die Radikalisierung sogar eher gefördert. Um präventiv wirken zu können, muss man zunächst verstehen, wie es zur Radikalisierung kommt. Wer sich nicht verstanden fühlt oder abgelehnt fühlt, sucht Identifikation mit einer Gruppe. Es kann ein Fußballverein sein, eine ethnische Gruppe oder ein Religionsverein. Viele solcher Identifikationsvorgänge sind harmlos. Gerät man aber an eine Gruppe mit radikalen Ansichten, die ihre Aufgabe nicht darin sieht, in der Gesellschaft mitzuwirken, sondern in welcher die Gesellschaft abgelehnt wird, wird die Gruppe das Gefühl des Nicht-Verstanden-Fühlens nur verstärken. Das heißt dann, wir gegen die. Damit werden dann die Feindbilder aufgebaut, die nur schwer wieder umzustürzen sind. Die Gruppe wird argumentieren, seht ihr, die haben was gegen uns, die wollen uns nicht, die hassen uns. Mit repressiven Maßnahmen werden diese Feindbilder nur bestätigt. Das sagen übrigens nicht nur Experten wie Claudia Danschke von Hayat. Selbst Herr Maaßen, Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, erklärte in einer Anhörung im Bundestag, dass die präventive Arbeit entscheidend sei. Allerdings könne seine Behörde nicht den Sozialarbeiter spielen. Hierfür seien andere Institutionen einfach kompetenter. Wenn es nun also die Erkenntnis gibt, dass mehr Prävention das Radikalisierungsproblem lösen kann, warum wird dann so wenig gemacht? Der Innenminister Jäger wird nachher erzählen, dass es Präventionsprogramme in Nordrhein-Westfalen natürlich schon gibt. Und tatsächlich gibt es in Nordrhein-Westfalen seit Mitte 2014 ein Präventionsprogramm gegen Salafismus namens Wegweiser. Auf der Kontaktseite Wo kann ich Wegweiser erreichen? Projektpartner vor Ort, wird auch schön auffällig erstmal ein Pressekontakt vermittelt. Wirkt das auf Jugendliche, die sich melden wollen, vertrauenswürdig? Der Innenminister wird uns auch erzählen, dass Nordrhein-Westfalen Vorreiter ist und andere Bundesländer Wegweiser kopieren. Unerwähnt wird er lassen, dass es zivilgesellschaftliche Deradikalisierungsprogramme schon seit Jahrzehnten gibt. Unerwähnt wird er lassen, dass Wegweiser gerade erst angelaufen ist. Man kann also noch gar keine Aussage darüber treffen, ob das Programm angenommen wird. Man darf auch seine Zweifel daran haben. Im Herbst letzten Jahres hat das Bundesamt für Verfassungsschutz sein Aussteigerprogramm HATIF, heraus aus Terrorismus und islamischem Fanatismus, ersatzlos eingestellt. In 4 Jahren hatten sich hier lediglich 7 Personen nach Hilfe für sich selbst erkundigt. In keinem einzigen Fall kam es zu einer Unterstützungsmaßnahme seitens des Amtes. Das zeigt auch, warum Herr Maaßen die Finger von solchen Programmen lässt. Sie werden nicht angenommen. Gefährdete junge Menschen erreicht man eben nicht über ein Kontaktformular auf einer amtlich aussehenden Seite im Internet.
Was also tun? Diese Menschen müssen da abgeholt werden, wo sie sind. Dazu gehören Initiativen vor Ort, dazu gehören Einzelansprachen und nicht zuletzt gehört dazu auch die jugendgerechte Ansprache im Internet und in den sozialen Medien. Davon sehen wir leider nicht viel. Internetauftritte von Behörden und staatlichen Stellen wirken immer noch amtlich und bürgerfern. Und wenn mal eine Behörde wie die Polizei Essen-Mülheim versucht, sich auf Facebook bürgernah zu geben, wird von Herrn Jäger das Duzen der Facebook-Fans verboten. Damit wird signalisiert, Sie kommunizieren mit uns nicht auf Augenhöhe. Wir sind der Staat und Sie sind nur Bittsteller. So kann aber kein Vertrauen entstehen und deswegen werden behördliche Aussteigerprogramme auch fehlschlagen. Fangen Sie also an, die sich haben radikalisieren lassen, zurückzuholen, anstatt sie weiter auszugrenzen und nur zu überwachen. Holen Sie die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Gruppen mit jahrelanger Erfahrung wie Hayat und anderen und lassen Sie den Verfassungsschutz außen vor. Wir sind überzeugt, dass das wirkungsvoller für die Terrorprävention ist, als die Reisefreiheit einzuschränken, Google und andere Anbieter zu freiwilliger Internetzensur aufzufordern, Verschlüsselung zu verbieten und europaweit unsere Fluggastdaten zu speichern. Denn das sind Maßnahmen, die uns alle unfrei machen, und das ist der falsche Weg. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Stoppkopf.